Herzlich willkommen hier zur zweiten Fahrt in Thüringen. Wir fahren jetzt den Mist zur BGH. Aktuell ist unser Fahrmeter voll mit Gras. Das heißt, wir brauchen zu lange. Die Aussaat läuft. Feld Nummer 42 und 47. Die Sojabohnen. Kommt so fleißig bei. Und Unkraut wird bekämpft auf 48 und 49. Ich werde jetzt ein bisschen Mist wegbringen und dann noch ein bisschen Futter für die Tiere, ne? Also, weil das Förderband bauen wir ein bisschen dazu und also werden wir ein bisschen nebenbei Futter erfahren, ne? Wir brauchen hier alle was und sollen sie kriegen. Ja, der andere fährt ja nebenbei Silage, sobald die Silage vorhanden ist, ne? Oh, leider ist die Produktion ein bisschen zu langsam. Ich werde mir also in Zukunft einen zweiten anschaffen und dann beide entsprechend parallel. Je einer macht einen, den er voll macht, und dann werden wir entsprechend auch gut Deutsch mehr verarbeiten können in dieselbe Zeit. Das ist halt so, dass wir da noch zur Zeit nicht mehr verarbeiten können. Ne? Aber jetzt muss es reichen für heute. Obwohl ich nachts geschlafen habe hier im Spiel, hat es die Verarbeitung trotzdem nicht geschafft. Ist halt leider so. So. Wir müssen noch Kälber umstellen, also sind noch etliche neue dazugekommen. Ja. Da können wir noch was machen, ne? Arbeit ohne Ende. Auch die Rüstungsfabrik ist ungünstig gebaut, von der Halle her. Wegen Durchfahren, sonst könnte man ja auch, naja gut, wegen Einzelladung ja nicht, aber im Großen und Ganzen, wenn du viele Tiere hast. Der neue Stahl, also der Stahl oben rechts, also der oben da, der da voll ist an beiden Seiten, dann kannst du locker mit Aureif füttern, weil ja einen gehen 750 rein, glaube ich, und anderen 350. Und die 350 werden eigentlich die, ja, die Mastbohlen wiederum. Milch mal auch noch verkaufen, Mensch. Müsste auch wieder voll sein. Die Arbeit geht nie aus. Ja. Macht aber nichts, so ist aber gewollt, ne? Na, gibt wieder alles rein. Gefressene Kühe. Ah, nicht alles. Gut, da geht der Rest zum anderen Stall rein. Hier muss ich putzen. Ja, Gras abläuft mit dem Schleppen. Produktion läuft noch nicht ganz so gut. Werden wir mal schauen, ob es ihn abkippt. Denn wenn er voll ist, er voll. Nee, dann fährt er wieder im Schleichtempo zurück. Liegt aber daran, weil er im Prinzip nichts nicht leer kriegt, ne? Kriegt nicht leer. Ist nicht gut. Männer laufen geht aber auch nicht, weil ich auch die Aussaat mache auf Feld Nummer 42 und 47, und das wäre äußerst ungünstig, wenn das dann plötzlich unterschiedliche Wachstumsstufen kommen würden. Ja, da kommt noch ein zweiter. Ja. Müsste ich Gras mal anderweitig verarbeiten. Die Kühe kommen immer nicht rein, das ist so groß. Na gut. Die männlichen Tiere brauchen garantiert nichts, das ist noch voll. Da ist so. Und die weiblichen Tiere, die kriegen garantiert was. Ein bisschen mehr, es sind ein bisschen mehr Tiere drin. Ja, leer.
Batterien leer. Jetzt haben wir halt nochmal noch eine Fuhre. So, runterklappen, Junge. Jetzt sehe ich nichts. Das ist immer ungünstig, ne? Bin noch so weit weg. Das ist ganz furchtbare Angewohnheit, zweit von der Geschehen wegzunehmen, also den großen Überblick zu behalten, ne? Ja, wir holen auch eine Fuhre, da nützt ja auch nichts. Also die Halle, oder beziehungsweise, so zu sehen, dass es schleichen und geht nichts vorwärts. Das Gras kriegt hier auch nicht reingekippt hier. Leider. Die Holzhocken war auch kein Gras. Mein normaler Lager wäre auch Blödsinn, ne? So, dann höchstens Ballen pressen mit, ne? Und Silagelager mit Ballen, das wäre noch eine Option. Aber gut, für die Karte nicht mehr, beziehungsweise für diese Version, ne? Das Mist auch gleich wieder voll. Genau, doch genug verarbeitet, aber leider nicht zu viel. Also weggefahren, ne? Aber nicht. Ja, ist halt so. Mal sehen, ob wir die gut wieder runter kriegen. Was haben wir? Folge Nummer 5. Heute Morgen ist Freitag. Letzter Arbeitstag für mich. Für Entsachtung dieses Geschäftsjahr. Dann kommt Urlaub. Verlängerter Urlaub. Aber. Absehbarer Urlaub, ne? Nicht, dass es zu lange dauert. So, wenn er jetzt nur 10.000 Tonnen abkippt oder 10 Liter, dann muss ich auch nicht sauer sein, ne? Ja, das hat sich gar nicht gelohnt hinzufahren. Na gut. Hätte auch vorher schauen können, ne? So. Das kippen wir ab und versuchen mal außer. Nee, Gras. Da müsste eigentlich die Silageballen pressen, ne? Lustig. Da müsste man wiederum die Silageballen holen. Auch blöd. Machen wir mal Strom rein. So, den Rest hier rein. Mal ab. Ja, Stroh holen. Wir können ja Stroh auf Dings holen, also unser. Müssen wir nur einstellen, ne? 60.000, 50 nehmen wir jetzt glaube ich raus. Durchdrehende Reifen, ja gut, ich habe auch durchdrehende Reifen. So. Ganz kurz rüber gehen. R. Das ist ja kein Vermieter, das ist ein Dings hier. So. Stroh. Geht ja um Ausfüllen, ne? Kriegen wir hier nicht raus, oder? Habe ich hier eine alte Version da drin? Kann sein. Das ist ja klar. Kaufen nicht. Das kaufen wir auch nicht. Gut, dann geht es hier nicht, weil ich eine alte Version habe.
In der neuen Version könnte man das Stroh zumindest teilweise rausholen. Gut, dann geht's nicht. Macht aber auch nichts. Müssen wir halt Stroh von da holen, ne? Kriegen wir eigentlich einen Grasa gekauft? Wäre Blödsinn, ne? Müssen wir einen Ballen pressen, ne? Speichern. Das ist halb fertig. Da müsste ich ummogeln. Ich habe nur eine Ballpresse da. Das ist blöd, Anführungszeichen. Wir müssen auf Silageball umstellen. Zumindest erstmal anfangen. Den können wir erstmal stehen lassen. Und dann werden wir gleich mal sehen, dass wir da Traktor 47%. Gar nicht schlecht. Das kippt man in unser Lager rein. Ja, doch, machen wir so. Oder in den Heutrocken, da können wir es auch reinkippen. Dann kriegen wir noch ein bisschen Heu raus. Also ich kann so Heu nicht gebrauchen, weil spätestens, wenn es jetzt Jahr um ist hier, also Herbst und so ja geerntet ist, dann will ich, oder Mais, dann will ich die gerade umstellen. Das heißt, so viel Heu können wir gar nicht verwenden. Letztendlich ist es so, dass wir das letztendlich verschenken würden. Ne? Und das möchte ich aber auch nicht tun. Ne? Also Silage können wir zumindest in der BGH verarbeiten. Ne? Deswegen werden wir uns eine Ballenpresse schnappen und den zum Beispiel schon mal auf die Silageball umstellen. Müssen wir den Kurs nur neu laden, ne? So, den Anhänger werden wir kurz da reinstellen in der Halle. Nehmen wir noch einen Schwertransport, ne? Und dann die eine Ballenpresse nehmen. Wir haben ja eine. Nur eine. Na, das Stroh, das macht jetzt nichts, das ist untragisch. Durchdrehende Reifen. Das ist die Mellow schon länger da, ne? Macht nichts. Mal sehen. Wird sich ungefähr immer da bei der Presse nur aufgehört hat, ne? Da ist der schon mal komplett. Geht nicht anders. Sonst würde er ja ständig so Silage verrückt fahren, ne? Zum Parameter oder wie das heißt hier. Sieben, 26, das müsste eigentlich die Silage. Ach so. Der. Gut, reparieren wollte ich auch noch, aber gut. Der erste ist fertig. So, das ist der erste Punkt. Der erste Strich. Ups. Tja. Da. Da hat er aufgehört. Der oder der andere. Beide sind fertig. So, gucken wir mal den Kurs laden. Feldarbeit.
Gut, Laden, das ist hier. Das ist hier die Tarnung 28. So, dann wäre das jetzt der linke Kurs, ne? Links. Dann macht er jetzt immer Stroh. Hm. Er muss einen richtigen Kurs erwischen, ne? Macht er nicht. Nicht ganz so einfach. Also hier ist das immer klar. Für links. Ein Stückchen mitnehmen. Und einstellen. Ja. Lass mal fahren, da können wir ein bisschen stellen, ne? So, die Schau, das soll es einfach heute auch gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Und winke, winke. Schönen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns morgen wieder zum Freitag. Tschüss.